So, hallo liebe Freunde und mal wieder eine Überraschung. Ja, ich bin es und was wir hier sehen, ist weder ein Panzer noch ein Bundeswehrgerät. Ich begrüße euch zu einem MBK-Pakt aus Spezial, weil das hier wirklich, wie Christian sagen würde, heißer Scheiß ist. Also ich würde sagen, ich habe gerade reingesehen und ich würde es eher als Plastikporno bezeichnen. Das ist schon, ja, sehr, sehr gut. Aber erstmal der Reihe nach. Was haben wir hier? Wir haben hier von Border Model das brandneue Schlachtschiff Yamato im Maßstab 1:350 unter der Nummer BS004. Und ja, ist gerade per Express hier reingekommen. Es ist ein Vorserienmodell. Es wird noch an den letzten Details da vor Ort gearbeitet. Also wenn ihr da irgendwelche Unsauberheiten sehen solltet, da wird wahrscheinlich noch dran gearbeitet und es noch verbessert. Ich habe jetzt gerade beim groben Durchsehen nichts gesehen. Es ist auf jeden Fall eine Menge drin. Ich lese euch gleich mal vor, was wir alles darin finden. Und dann könnt ihr es euch schon mal bequem machen und euch vielleicht noch ein Getränk holen. Der Jahreszeit entsprechend vielleicht jetzt schon ein Heißgetränk. Also, wir haben insgesamt erstmal einen zweiteiligen Rumpf und entsprechend die Deckplatten in einem Spritzling. Dazu haben wir 5 Spritzlinge an Aufbauteilen. Ansonsten sind da... Oh Gott, jetzt muss ich tatsächlich meine Brille aufsetzen. Man versucht es ja immer zu verleugnen, dass man eine Brille braucht, aber ja, man braucht sie. Ansonsten sind noch 40 weitere Spritzlinge, groß und klein, dabei. Wir haben 3 PE-Platinen, 13 Metallrohre für die Geschütze, einen Dickelbogen, eine Gliederkette und, wenn ich mich nicht verzählt habe, 126 3D-gedruckte Teile. Also da könnt ihr schon auf einiges einstellen und vor allem wird das ein langer Bastelspaß. Jetzt gerade zu der Winterzeit vielleicht genau das Richtige und auf jeden Fall ein sensationelles Modell nachher. Es soll, wenn jetzt nicht noch irgendwelche größeren Problematiken bei der Produktion auftauchen, Ende des Jahres hier sein. Vielleicht gerade so zu Weihnachten, Jahreswechsel. Mal sehen, das ist mittlerweile schwer zu sagen, auch gerade wegen den Transportproblemen, weil die ja immer noch nicht wieder durch den Suezkanal fahren. Also mal sehen. Der Spaß kostet momentan 239 Euro, also unter 250. Ich glaube, in dem Bereich lag auch seinerzeit damals die Tamiya Yamato in dem gleichen Maßstab. Aber ich denke, das hier ist noch ein ganz anderer Schnack. Wir gucken jetzt mal rein und ja, lasst uns mal überraschen, was hier alles so zu haben ist. So. Wie immer fangen wir erstmal mit der Anleitung an. Wir haben hier ja nochmal einen Überblick über die ganzen Teile. Wir sehen hier schon, wo habe ich das Stift, das Stöckchen hier, das Metallstöckchen mittlerweile. Ja, wir sehen hier die Rumpfteile, Deckteile und den Riesenschwung an 3D gedruckten Teilen. Gut, ich jetzt auch hier zusammenzählen können, sehe ich gerade. Ja, aber auch allein die PE-Teile hier mit Reling und allem drum und dran. Das ist schon sehr beachtlich. Wir sehen hier noch ein bisschen Hintergrundwissen zum Original. Achso, habe ich vergessen zu erwähnen. Dieses Modell soll wohl die Yamato am 7. April oder um den April 1945 darstellen. 7. April ist ja der Tag, an dem sie versenkt wurde. So. Hier sehen wir nochmal im Detail die 3D-Druckteile und in Rot die Anguss- oder Andruckstützen, dass jeder genau weiß, was muss man wegschneiden und was gehört tatsächlich zum Teil. Das finde ich tatsächlich mal eine gute Sache, weil bei 3D-Druck, gerade wenn man viele Druckstützen hat, ist man mittlerweile gar nicht mehr sicher, muss das weg oder kann das bleiben. So, ja, wir sehen irgendwie ein bisschen... Ich finde, ein neuer Stil in der Anleitung. Die Teile sind deutlich, deutlich zu sehen, blau hinterlegt. Extra Arbeiten wie mit 0,5 mm Aufbohren ist deutlich gezeigt. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Na, und hier sieht man dann auch schon die ersten PE-Teile, die in den Einsatz kommen. Das ist schon, wie gesagt, 3 PE-Platinen. Aber gerade in dem Maßstab für Reling, Leitern und Co.
finde ich, ist sowas unabdingbar, wenn man da nicht auch noch viel mit 3D-Druck hätte machen wollen. Und das wird dann langsam kritisch, weil, ich sag mal, jedes Abtrennen von den Druckstützen ist ja immer ein bisschen Gewalt auf das Teil und dann bricht das auch gerne mal. Also ich denke, in diesem Fall ist PE wirklich noch eine gute Wahl. Ja, hier sind wir die nächsten Geschütztürme. Und hier geht das weiter. Wir sehen hier auch das Innenleben der Geschütztürme. Mit hier den ganzen Munitions- oder den ganzen Granaten, sonst besser, den Granatenkarussell hier. Das ist schon recht beachtlich. Hier kommen wir dann zu den nächsten Geschütztürmen. Das scheint mir schon die große Version mit den 46 cm Rohren zu sein. Sieht man hier wahlweise Metall oder auch in Plastik dabei. Ne, kann man also machen, wie man lustig ist. Aber wenn man schon Metallrohre dabei hat, warum nicht? Wobei man ja sagen muss, man hat immer so seine Probleme, die Metallrohre akkurat mit Farbe zu versehen, ohne dass dann bei späterer Berührung mal wieder gleich was abgeht und das Metall drunter durchscheint. Ja, also hier sieht man schon, das ist schon ein beachtliches Stück. Auch in 350. So, ja, auch hier Leitern, Relingteile, Flakgeschütze obendrauf. Die sind nicht hauptsächlich als 3D-Druckteile. Das ist natürlich schon sehr, sehr gut, weil in der Größe könnte man die wahrscheinlich auch nur in PE darstellen. Da ist das dann schon deutlich angenehmer, wenn man die einfach nur aus dem 3D-Druckteil herauslöst und dann kann man da die Rohre ansetzen und gut ist. Jo, die Rohre haben wir hier 3. Kommt auch hin. 9x46 cm Geschütze war, glaube ich, die Bewaffnung der Yamato. Muss ich nochmal vorweg sagen, bitte entschuldigt meine Unkenntnis. Mit Schiffen ist nicht ganz so mein Metier. Also falls ich hier irgendwas falsch benenne, keine böse Absicht. Es ist einfach, man kann einfach nicht alles wissen. Interessieren tun ein Schiffe schon irgendwie, aber irgendwo ist dann auch mal der Platz im Kopf beschränkt. So, hier sehen wir erstaunlich viele PE-Teile, die hier anzusetzen sind. Das scheinen alles Verstärkungsdreiecke hier zu sein, wenn ich das so richtig sehe. Also das ist schon fast ein bisschen wahnsinnig, aber es sieht am Ende wahrscheinlich richtig gut aus, wenn ich das hier auch so sehe. Das ist schon eine feine Sache. Und wenn mich nicht alles täuscht, scheint es ein Schornstein zu sein. Aber korrigiert mich, falls ich das falsch sehe. Ja, ach, Herr Jemini. Ja, das ist ja schon wirklich geilomat. Also hier ganz viel PE-Teile. Das Ganze sieht auch schon mit den Nietenreihen hier wirklich gigantisch aus. Lüftergratings hier, Rohrleitung. Fast macht es ja doch schon ein bisschen heiß, das Ding selber zu bauen. Aber das gibt der Platz zu Hause beim besten Willen nicht her. Also, aber wer sich das hinstellt, Respekt. Ja, hier auch jede Menge Kleinteile anzubauen, Aufbauten hier. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ja, die meisten Teile sagen den Schiffsleuten wahrscheinlich viel mehr als mir jetzt hier. Ich sehe jetzt hier Ausleger. Ja. Und weiter jede Menge Treppen, Leitern, Relingen. Relings? Na, man weiß es nicht. So, hier, Morselampe fehlt auch nicht. Ja, und hier geht es dann wirklich weiter. Abdeckung, weitere Leitern, Relingen. Das sieht schon wirklich, wirklich fein aus, an den ganzen Aufbauten. Also allein das macht die Aufbauten schon wirklich sehr sehenswert. Hier sehen wir Teile vom, ich nehme an, Antennenmast. Das ist, ja, da muss man Lust zu haben. Aber wie gesagt, das ist ja wie bei vielen Modellen, je aufwendiger und detaillierter der Bau ist, umso erhebender ist dann das Gefühl, wenn man dann fertig ist und es dann auch zeigen kann und andere Leute sich auf Ausstellungen an diesem Modell erfreuen können. Das ist, ja, das ist eigentlich so der Ritterschlag
für den Modellbohrer. Von Wettbewerben will ich da gar nicht erst anfangen zu reden. Ja, hier haben wir dann die ganzen Aufnahmen für die kleineren Geschütze. Waren ja, glaube ich, 15,5 cm und 12,7 und unzählige, ich glaube, 25 mm Flakgeschütze, die quer über das ganze Schiff verteilt waren. Hier sehen wir viel und reichlich davon. Also da hat man gut zu tun. Ja, ich glaube, dieses Bild spricht da irgendwie für sich. Ein waffenstarrendes Ungetüm. Und es, am Ende hat es dann doch nichts genutzt, weil die Armada wurde ja letzten Endes auch doch versenkt. Und das hauptsächlich durch Flugzeuge. Also die Flugabwehrfähigkeiten waren offenbar immer noch nicht ausreichend. So, kommen wir mal zu ein bisschen was anderem. Das Oberdeck und der Rumpf. Wie wir sehen, aus zwei Rumpfhälften zusammenzubauen, mit ein paar Stabilisatoren in der Mitte, um den Rumpf auch richtig zusammenzuhalten. Und auf dem Oberdeck gibt es reichlich zu bohren. Dass das noch nicht aufgebohrt ist, könnte natürlich darauf schließen lassen, dass sich da bei einer vorigen Version der Yamato von 1941, glaube ich, ist in Dienst gestellt worden, da hat sich ja noch ein bisschen was geändert, dass man hier auch andere Löcher aufbohren müsste. Vielleicht kommt da noch was. Man weiß es nicht. Aber das Ding in der 45er-Version ist jetzt schon ein ziemlicher Knüller. Na, hier sieht man dann auch am Rumpf diverse Kleinteile anzubringen. PE-Teile, Fangnetze hier, wenn man hier alles soll, zumindest die Halterung für die Fangnetze. So, hier wird das Heckdeck angesetzt. Na, sieht man hier, wie das so zusammen. Ach, hier gehört noch ein vorderes Deckteil mit dazu. Also das Deck ist tatsächlich in drei Teile aufgeteilt. Und weiter geht es natürlich mit reichlich PE-Teilen und Kleinteilen und 3D-Druckteilen. Das ist schon alles sehr schön. Lasst euch davon, wie gesagt, nicht beunruhigen. Guckt euch nachher gerade die 3D-Druckteile an. Das ist wirklich schön, dass man quasi so ein Flakgeschütz in einem Stück aus dem Druckstück herausnimmt. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Da ist nichts mehr mit vielen Teilen zusammenkleben, gerade in der Größe, dem Maßstab. Wäre das eine echte Strafarbeit. So, hier wieder ganz viele, ja, was sind das? Kabelrollen, Ankerwinden, man weiß nicht. Hier sehen wir die Gliederketten hier für die beiden Anker. Nochmal hier 3D-Druckteile. 28 Mal, sieht mir nach Flakgeschütz aus oder sowas. Ui, nochmal eine PE-Orgie, sage ich mal. Aber gerade so Gittermasten und solche Art Masten sind im PE wirklich immer noch mit am besten zu machen. Und wer ein bisschen geübt ist oder wer überhaupt Schiffe in 1:350 baut, dem dürfte das auch nicht ganz fremd sein. Aber ich denke mal, wir sind hier schon auf einem ganz anderen Level als das, was man so von anderen Herstellern bisher so kennt. So, das ist offenbar der Kran für die Wiederaufnahme der beiden Flugzeuge. Die sind auch mit dabei. Das finde ich schon eine feine Sache hier mit Katapult. Und wir nähern uns so langsam dem Ende. Die Geschütztürme, der Aufbau werden aufgesetzt. Hier hat man nochmal einen schönen Überblick in rosa, hauptsächlich 3D-Druckteile. Also golden PE-Teile, das ist schon... Man sieht, dass das eine ziemliche Mischung ist aus, ja, ein echter Multimedia-Bau, wenn man das so sagen möchte. Und letzten Endes hier die ja, Farbgebung mit den Decals, die relativ übersichtlich scheinen, wenn ich das hier so richtig sehe. Da sind hauptsächlich welche für die Flugzeuge dabei, Farbangaben für die Armig-Farben. Ja, ansonsten... Soweit, so gut. Kommen wir jetzt zu den wichtigen Teilen. Ja, so, da reicht die Kamera da oben auch schon nicht mehr aus. Also, ja. Nein, also,
ein riesengroßer Rumpf. Ich halte ihn mal so. Ja, wie gesagt, zweiteilig ist schon eine feine Sache. Wir kommen mal hier zur Detailkamera, um mal zu zeigen hier, wie verspielt hier die Details sind mit den Nieten, den Durchlässen, den Panzerplatten am Rumpf hier. Das ist schon wirklich, wirklich schön. Also die Formgebung ist, finde ich, wirklich sehr gelungen. Gerade der Guss von so großen, langen Teilen ist ja wirklich verzugsfrei, ohne Macken. Und hier sind wir dann letzten Endes am Bug angelangt. Bin gespannt, wie sich das Ganze nachher dann zusammensetzt. So. Anderen großen Teile passen schon ein bisschen besser auf. Mal prüfen hier. Ah ja, so, wir können hier noch ein bisschen. Das war es dann aber auch für diese Größe. Die Deckplatten hier, man wird es in der Übersicht nicht sehen, aber es ist tatsächlich Plankenstruktur drauf zu sehen. Und man kann es auch, glaube ich, hören. Ja, also das ist schon schön. So. Also schon wirklich sehr, sehr fein. Man muss in 1 zu 350 da wirklich genau hinsehen. Dann kommen wir hier zur Bugsektion. So. Und hier die Heckplatte. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das hier so, weiß ich, Schienenwege für die Katapulte oder... Ja, klärt mich auf. Wie gesagt... Man kann nicht alles wissen, vor allem wenn man sonst so in der Panzerei unterwegs ist. Dann sind Schiffe doch schon irgendwie ein ganz anderes Metier. So, jetzt kommen wir wieder näher ran. Wollen wir hier nicht. So. Ja, einer von 40 Spritzlingen hier. Ich bringe den mal hier näher ran, um zu zeigen, wie die Detaillierung der einzelnen Teile ist. Das ist wirklich sehr schön, vor allem sehr sauber. Ich sehe hier keine Fischhäute, bislang keine nervigen oder störenden Auswerfermarken. So, ich kann meist mittlerweile gar nicht mehr genau sagen, was wir hier an den Spritzlingen genau sehen. Das sieht hier nach Teilen für den Aufbau aus. Na, die meisten Teile sind zweiteilig getrennt. Macht auch absolut Sinn. So, diesen Spritzling haben wir insgesamt dreimal. Daraus schließe ich, dass sich das hauptsächlich um Teile für die Hauptgeschütztürme handelt. Wir sehen hier auch die Granaten. Ich komme mal hier näher an. Also hier die Granaten in den ganzen Aufnahmen hier. Wir haben hier den wahrscheinlich den Aufnahmering mit den Rollen. Hier sehr schöne Details mit aufgeprägten Nieten. Ja, schon alles recht gefällig hier. So, den haben wir hier zweimal vorliegen. Hier haben wir jede Menge Halterungen, Aufnahmen. Ich sehe hier die Schiffsschrauben. Ja, schön geformt. Und ansonsten hier die wirklich sehr kleinen, feinen Aufnahmen und Halterungen. Sehr, sehr schön. So, wieder ein Spritzling mit vielen Teilen, wo ich erstmal gucken muss. Gut, das sieht man nach den Innenteilen der
die die beiden Rumpfhälften zusammenhalten und stabilisieren. Gute Sache. Ansonsten ein paar kleinere Teile hier. Sieht aus wie vom Aufbau oder ja. Wie gesagt, wer sich mit Schiffen oder ganz speziell der Yamato auskennt, wird wahrscheinlich bei den meisten Teilen sofort sicher sein können, was das ist. Ja, hier auch wieder Einspritzling. Voll mit Kleinteilen. Ja, man kann hier wahrscheinlich auf dem Video gar nicht so richtig erahnen, wie klein und fein die Sachen eigentlich sind. Ja, ist also, wie gesagt, für einen Anfänger. Ein Anfänger würde diesen Bausatz nicht empfehlen, es sei denn, er nimmt sich sehr, 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 sehr viel Zeit mit und ist auch bereit zu lernen. Dann könnte das auch was werden, aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, das man nicht mal ebenso zwischendurch zwischen Tür und Angel macht. Dafür ist es auch einfach zu teuer. So, ja, kommen wir zu den Teilen, wo ich denke, dass es sich alles um Aufbauteile handelt hier. Ich nehme die mal alle raus. So, gut, ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, dass es sich hier um den Aufbau handelt. Wir sehen hier die Aussparungen für Geschütztürme. Ja. Hier haben wir auch ganz eindeutig ein munteres Ringelreihen an Aufnahmen, wo Geschütztürme raufkommen. Ich nehme an, hier die kleinen 25 mm, hier die etwas größeren 12,7er vermute ich mal. So. Vermutlich auch ein Teil des Aufbaus. Man sieht auch hier nochmal Riffelblech. Muster nehme ich an, feinste Nietenreihen hier an den Seiten. Da hat Border schon echt eine super Arbeit geleistet. Ja, das muss man schon sagen. So, hier nochmal so ein Gerät. Ich nehme an, das gehört irgendwie mit zur Kampfbrücke. Ist aber auch nur wieder eine vage Vermutung von mir. Und hier auch nochmal eins der kleineren Aufbauteile. Auch hier sieht man hoffentlich die kleinen feinen Nietendetails auch hier oben. So, weiter im Text. Hier haben wir zwei Spritzlinge von. So, hier auch mal näher rein. Ja. So. Hier haben wir auch zwei Spritzlinge von. Da sehen wir ja, die Bordflugzeuge hier, ja, relativ einfach und simpel zusammenzusetzen. Ja, die Luftschraube hier, kleine Details. Das ist für 1 zu 350 schon wirklich recht passabel und ja, bringt einen schönen Hingucker, finde ich, auf das Modell, wenn man da die Flugzeuge mit dabei hat. So, die drei Hauptgeschütztürme hier, einen zeige ich im Detail. Ja. Wie gesagt, Oberteil in einem Stück gespritzt, aufgeprägte Details hier. Das macht soweit einen ganz tüffigen Eindruck. So, hier haben wir nochmal drei, die auch zum Hauptgeschützturm gehören. Hier sehen wir auch schon die, ja, die Rohre
in Plastik. Wie gesagt, kann man machen. Ich nehme auch an, dass die Ausstattung jetzt nur für die Erstausgabe mit den ganzen Rohren ist. Ich weiß nicht, ob da... Ja doch, die 3D-Druckteile werden beibehalten, aber ich denke, die Rohre werden ein Gimmick der Erstausgabe sein. Das heißt also, wenn die zweite Produktion irgendwann kommt, dann wird man hier nur noch mit den Plastikrohren vorlieb nehmen dürfen. Aber ich finde, die machen auch einen ganz brauchbaren Eindruck. So, was haben wir hier? Ups. Tja, ich würde mal fast vermuten, Teile vom Katapult. Schaut euch das mal an hier. Gitterstruktur. Also für Spritzguss schon wirklich sehr, sehr schön. So. Hier haben wir 6 Stück von. Das dürften die Geschütztürme für die 15,5 cm sein. Nehme ich jetzt mal so an. Ja, auch Oberteil hier in einem Stück gemacht. Hier die Rohre und es ist schon erstaunlich, wie klein die 15,5 cm in diesem Maßstab sein kann. Ja. So. Hier haben wir 2 Spritzlinge von. Wir sehen auch hier Rohre vorne offen. Durchaus schön in dem Maßstab. Und 2 Geschütztürme mit, ich vermute mal, dass ein Entfernungsmesser noch dran kommt. Ganz schnuckelig. So. Die gehen wir zusammen hier. Hier haben wir auch 6 Stück von. Ja, die Spritzlinge werden mittlerweile so klein, dass es sich fast gar nicht lohnt, die hier in der Übersicht zu zeigen. Also wie gesagt, 6 Stück haben wir davon. Einen behalte ich hier, der Rest geht weg. Halte ich hier auch mal ins Detail. Ja. Zwillingsgeschütz auch hier. Vorne offen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist in der Größe mit der Detailkamera mittlerweile echt schwierig. Auch wegen dem Fokussieren. Also, ja. So. Wir nähern uns dem Plastikende. Hier haben wir nochmal 2 Spritzlinge für Flugboote. Nein, Flugboote nicht. Ist Wasserflugzeug. Ich würde es Wasserflugzeug nennen. Frag mich jetzt nicht, welcher Typ das ist. Da bin ich ja völlig raus. Aber auch hier aus wenigen Teilen zusammenzusetzen. Hier die Luftschraube. Vielleicht ist es ein Nakajima. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ganz schnuckelig aus. So, machen wir weiter mit Metall. Das ist kein Heavy Metal, das ist etwas leichter gehalten hier. So, machen wir das raus hier, was keine Miete zahlt. So, erstmal haben wir hier die Übersicht der 3 PE-Platinen, also wie wir hier sehen. Reling. Und das macht, wie ich vorhin schon gesagt habe, in dem Maßstab auch absolut Sinn. Es geht hier absolut weiter. Leitern, Reling verschiedener Art. Und hier haben wir dann noch so ein bisschen anderes gedünst. Gittermasten für den Kran.
verschiedene Details hier. Also, das ist schon echt ganz ordentlich. So. Gliederkette für Anker. Auch in dem Maßstab nicht so einfach, wobei natürlich die Ankerkette der Yamato ein ziemlicher Klumpen war. Also da kommen wir hier im Maßstab schon ganz gut hin. So, und dann haben wir hier jede Menge Geschützrohre, Geschützrohre und Geschützrohre. Das dürften hier 3, 6, 9 für die 46 cm zu sein. Ich halte die auch mal so hier rein. Also ist im Metall schon echt schnuckelig. Vorne offen. Ich hoffe, man kann es sehen. Und dann haben wir hier noch 4. Tja. Das sind offenbar keine Rohre, sondern Metallstifte. Dann muss ich meine Aussage von vorhin revidieren, dass hier 13 Metallrohre drin sind. Nein, es sind nur 9 Rohre und 4 Metallstifte. Weiß der Schnarch, wofür man die jetzt braucht, aber ihr werdet es während des Baus ganz sicher herausfinden. So, ich mache die mal schnell weg, damit hier auch nichts verloren geht. So. Dickelbogen, ja. Übersichtlich, die Yamato hat ja nicht so viele Markierungen gehabt. Das einzig Markante war natürlich die Flagge der aufgehenden Sonne und die Markierung hier für die Bordflugzeuge. Sauber gedruckt, kannst du nicht meckern. Kommen wir jetzt zum, ja, zum Hardcore-Ding, was Border hier wirklich, also, da ist Border wirklich ein Vorreiter, sage ich mal. Ein Modell mit einer derartigen Auswahl, ich hole das gleich mal alle raus hier, derartigen Auswahl an 3D-Druckteilen zu bieten, das ist schon wirklich ein ganz neuer Schnack. So. Vor allem schön verpackt und nicht irritieren lassen. Diese Teile waren zusammengeklebt, ja, um auch die inneren Teile zu schützen und nochmal einzeln in Plastikpäckchen oder sogar in Knisterfolie eingepackt, also wirklich akkurat gesichert. Ich habe das natürlich jetzt alles rausgefuddelt, um euch das auch zeigen zu können. So, ich fange mal hier mit an. Ja, hier haben wir 6 Zwillingsgeschütze. Und ja, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, als 3D-Druck, wenn man die hier sauber rausgetrennt hat von ihren Druckstützen. Was ich auch schon mal gut finde, ist, dass auch so ein Schutzrahmen drumherum ist. Das war ja bei vielen ersten 3D-Drucksachen gar nicht der Fall. Die wurden einfach in der Tüte oder Dings geschmissen und wurden dann schnell beschädigt. Durch diesen Rahmen kann man das ziemlich minimieren. Aber wie gesagt, das Geschütz an sich ist soweit komplett mit den Rohren. Das heißt, es bleibt nicht mehr so viel Arbeit übrig, die zu erledigen ist. Und was wir hier haben, im schwarzen Druck, ich hoffe, man kann das überhaupt sehen hier, winzige Winzlingsteile, die ich das sogar mit Brille erahnen kann, auch irgendwelche Einzelgeschütze oder sehe ich da sogar ein Doppelgeschütz. Es ist wirklich wahnsinnig fein, traut man sich gar nicht richtig anzusehen. Also ich hoffe, ihr könnt das auf dem Video sehen, gerade dieses schwarze Resin ist für Videoaufnahmen wirklich denkbar uncool. Nun gut, aber es sei euch vermeldet, es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. So, kommen wir hier, nach wenn wir schon gerade bei schwarzen Resinen sind. Hier haben wir nochmal einen ganzen Druck voll mit Drillingsgeschützen. Muss ich nachher auf dem Video mal gucken, ob man das eventuell noch aufhellen kann. Und ich will ja nicht, naja, nicht jammern, nein, um Gottes Willen. Und falls ihr euch wundert, warum ich das überhaupt hier mache, dann
Momentan bin ich hier quasi in der Videoabteilung allein. Christian ist im Urlaub. Unsere beiden Videoeditoren sind auch diese Woche im Urlaub. Und natürlich kommt jetzt dieses Special rein, das so heiß ist, dass es möglichst sofort online gehen sollte. Und ich darf mich also heute um all das hier kümmern, Videodreh und dennoch gleich der Videoschnitt. Ich bin gespannt. Gerade aus drei Kameras zusammen habe ich jetzt so auch noch nicht gemacht. Also bitte nachsichtig sein. Ja, das war das. Kommen wir zu dem großen Haufen hier. Hier haben wir drei Druckplatten. Ja, auch, wie gesagt, mit Geschütztürmen, die soweit schon mal in einem Stück gedruckt sind. Das macht richtig Laune, sich das anzugucken. Natürlich muss man, kleiner Tipp, bevor man die da raustrennt, erstmal den Schutz außenrum einmal absägen, damit man überhaupt an die Druckstützen rankommt. Aber dann kann das da volle Kanne losgehen. So, hier haben wir ein etwas größeres und komplexes Teil. Ich nehme an, das gehört auch mit zu den Brückenaufbauten. Kann es jetzt hier wirklich schwer sehen. Jetzt hier auch noch ein anderes Teil mit rein. Verkrümelt. Komm raus. So. Also man kann durch die Schutzstreben jetzt nicht so viel sehen, aber das, was hier von oben zu sehen ist, wirklich sehr, sehr gefällig und fein. Ich sehe hier sogar einen Radarpeiler oben dran. Sehr geil. So, hier haben wir Teile, deren deutscher Name mir nicht einfallen will. Ich glaube, im Englischen sind es Blastbacks, wenn mich nicht alles täuscht. Auch, wie gesagt, in einem Stück gedruckt. Schöne Faltenstruktur. Gefällig, gefällig. Noch ein Teil, auch etwas komplex und sieht mir auch nach Turmaufbauten aus. Sehr, sehr schön. So. Türme, Türme, Türme. Zumindest nehme ich an, dass das welche sind. Wobei ich hier jetzt keine Geschützaufnahmen sehe. Vielleicht sind das auch einfach Entfernungsmessertürme. Gut möglich. So. Hier nochmal kleinere. So, hier kommen wir langsam zum Ende. Hier auch nochmal sensationell diese feinen Verstrebungen. Wie gesagt, mich gruselt es mir vorzustellen, das herauszutrennen. Ich würde da auf jeden Fall einen Ultraschallschneider für nutzen. Aber auf jeden Fall hochwertiges und scharfes Werkzeug. Das kann ich euch auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Ansonsten ist eigentlich ganz grundsätzlich beim Modellbau so. Es nutzt nichts, am Werkzeug zu sparen. Man ärgert sich nachher irgendwo doppelt. So, und jetzt haben wir hier einen ganzen Schwung an... Tja, was ist es? Sind das Sandsäcke? Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Streben alle in einer Ebene, kann man also gut versäubern. Hier gibt es das Ganze nochmal etwas größer und einreich. Ja. Die sehen alle soweit gleich aus. Gut, ich packe den mal eben kurz zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zusammengepackt. Dauert ein bisschen, da wollte ich euch nicht über den Teil haben lassen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin nicht wirklich der Schiffsmensch, aber das ist hier schon wirklich ganz, ganz großer Plastikporno, der hier geboten wird. Und nicht nur Plastik, sondern auch 3D-Druck. Gut, das ist auch Kunststoff. Und Metall.
was hier den geneigten Yamato-Liebhaber wirklich in Verzückung geraten lässt. Also, wie gesagt, man darf gespannt sein, wann das dann tatsächlich am Ende hier ist. Wie gesagt, der Preis von unter 250 Euro geht meiner Meinung nach voll in Ordnung. Ist natürlich kein Pappenstiel, den man mal eben so aus dem Hut zaubert, aber wer was für die Yamato übrig hat und, ich sag mal, so ein Highlight in seiner Sammlung haben möchte, der wird hier dran, glaube ich, nicht vorbeikommen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt das Spezial von mir genossen, auch wenn es sicherlich ganz anders war, als das Christian gemacht hätte. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Modellbau und ich hoffe oder denke, wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut!